Und da weiß ich, jeder Mensch hat so sein Tempo. Jeder hat so sein Pensum, was er schaffen kann. Und deswegen, liebe Freunde, ist es nicht gut, sich zu vergleichen. Boah, der kann so viel, der kann so wenig. Nein, jeder ist, wie er ist. Und Bruno König sagt einmal, ihre Zeiteinteilung ist eine falsche. Manchmal hat man Ruhezeiten, da ist es einfach ein bisschen entspannter. Und dann kommen wieder Zeiten, da wird man sehr gefordert und denkt, wie soll ich das alles schaffen? Und der Mensch ist aber so wunderbar konstruiert, dass er diese Unterschiede sehr gut abfangen kann. Und gerade auch diese Stoßzeiten, wo man sagt, so jetzt muss ich aber über meinen Rahmen einfach mal drüber hinweg und Dinge machen, die ich vielleicht so gewohnt nicht bin. Und da ist es wichtig, liebe Freunde, dass wir das wissen, dass wir das können, das geht, aber nicht dauerhaft. Also man kann mal sein Auto mal Vollgas fahren, das ist auch ganz gut, dass es mal wieder frei wird, aber bitte nicht dauerhaft. Und so ist es mit uns auch. Es ist für ein Auto aber auch nicht gut, wenn man immer nur zu langsam fährt, weil das gewöhnt sich dann daran. Und wenn man da mal Vollgas geben will, dann geht es nicht so richtig. Jeder hat einen Energierahmen. Manchmal denkt man so von anderen, boah, was die alles schaffen, packe ich nicht. Wie machen die das? Ich habe das immer bei unserem Sohn so bewundert. Wenn wir schlafen gegangen sind, hat da immer noch Licht gebrannt, so da unten am Türspalt. Der hat da gar kein Problem. 1, 2 Uhr. Papa, du kannst doch jetzt schon nicht schlafen gehen. Der schafft es immer mit viel weniger Zeit, also mit weniger Stunden Schlaf auszukommen als ich. Und da sehe ich, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Energierahmen hat. Und manchmal erlebe ich Menschen, wo ich sage, meine Güte, da schläft man ja schon ein, wenn man nur zuguckt. Das zeigt so ungefähr, wie unterschiedlich die Menschen einfach sind. Und wenn so ein Vollgas-Typ, wenn man sagt, boah, so will ich auch werden und dann galoppiert man hinterher und schafft es aber nicht, dann ist es nicht schlimm, liebe Freunde. Jeder hat so seinen Rhythmus, seinen Energierahmen, sein Tempo. Ich habe das bei mir im Betrieb ganz deutlich immer erlebt. Eine Mitarbeiterin, die arbeitet so den ganzen Tag vor sich hin. So ein ganz bestimmtes Tempo. Und wenn da mal so richtig Stress war, wo man gesagt hat, das geht schneller einfach, wir müssen das fertig kriegen. Und dann hat sie 10 Minuten, Viertelstunde schneller gemacht und dann war sie wieder in ihrem Tempo drin. Die konnte aber auch nicht langsamer. Dann sagt sie, ich bin fertig. Und was soll ich jetzt machen? Also die hat das nicht gezogen, die hat ihr Tempo drauf. Und da weiß ich, jeder Mensch hat so sein Tempo. Jeder hat so sein Pensum, was er schaffen kann. Und deswegen, liebe Freunde, ist es nicht gut, sich zu vergleichen. Boah, der kann so viel, der kann so wenig. Nein. Jeder ist, wie er ist und jeder kriegt etwas ganz Bestimmtes mit. Und in diesem Rahmen ist es wichtig, dass wir uns bewegen. Und wenn wir über diesen Energierahmen hinausgehen, das kann man mal kurzzeitig machen, aber dauerhaft darf man das nicht. Dann nimmt der Körper Schaden. Jeder schafft so viel, wie er kann. Wenn er aber mehr machen möchte, dann kann er sagen, Bruno, bitte gib mir die Kraft. Hilf mir, dass mein Rahmen größer wird. Das geht nämlich auch, dass man diesen Rahmen schön langsam auch vergrößert. Da muss man ganz auf sich hineinhören. Und es ist ganz wichtig, dass wir dem Körper, wie Bruno König uns das sagt, dass wir unserem Körper wirklich all das geben, was er braucht. Er braucht die gute göttliche Kraft. Er braucht die Harmonie. Er braucht Essen. Er braucht Schlaf. Er braucht soziale Kontakte. So viele Dinge, die sind Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben. Und es ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir das unserem Körper auch geben. Und dann geht's gut.